Gewagte Liebe, so hieß das Lied gerade und es passt auch sehr gut zum Thema heute der Predigt. Ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf hier. Julian hat schon erwähnt, wie es dazu kommt. Er hat mich auch schon ein bisschen vorgestellt. Die, die öfter hier sind, haben mich vielleicht, wenn dann, schon mal am Klavier gesehen. Da bin ich ab und zu im Gottesdienst, ansonsten mehr so in der letzten Reihe. War jetzt was ganz Neues, mal in der ersten Reihe zu sitzen. Auch mal schön. Sonst bin ich mehr so der letzte Reihe-Typ. Nur Liebe immer. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mit der Technik hier zurechtkomme. Moment. Ah, jetzt. Nur Liebe immer. So heißt das neue Album von Casper. Ich weiß nicht, wer den kennt, wer den gern hört. Ich finde den ganz gut. So heißt das neue Album von ihm. Das ist aber nicht nur der Albumtitel, sondern so, und der schreibt er auch seit einiger Zeit. Und da schreibt er jeden Tweet und jeden Facebook-Eintrag, alle Veröffentlichungen schriftlich, und da schreibt er mit nur Liebe immer. Und er ist nicht der Einzige, dem das Thema irgendwie wichtig ist. Auch Mark Forster zum Beispiel. Oder Peter Fox oder Lena haben alle Albumtitel, die ihr hier vorne seht. Liebe, Love Songs, Only Love, In Love sind nur einige von den Titeln, die wir gerade im Moment so haben. Oder für die, denen das alles jetzt nichts sagt, ein Klassiker, die Beatles, All You Need Is Love. Wenn es euch geht wie mir, dann habt ihr jetzt sofort diese Melodie im Kopf. Ich singe sie jetzt nicht. Und überraschend ist es auch nicht. Liebe ist ein großes Thema schon immer. Wir finden das in Filmen, in Liedern. Leute reden drüber, sie sagen, dass es zu wenig Liebe gibt. Wir sprechen davon, wir sehnen uns danach. Es kommt ständig vor. Und meistens ist damit eine romantische Liebe gemeint, die Liebe zwischen zwei Personen in einer liebevollen Beziehung. Oder wir meinen so ein ganz allgemeines, liebevolles Verhalten, dass die Welt viel besser machen würde, wenn es alle sich so verhalten würden. Das meint wahrscheinlich auch Casper, wenn er immer mit nur Liebe immer unterschreibt. Moment. Nee. Ah, genau. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn die Filme und Lieder gut sind, die von Liebe handeln, dann schreiben die auch noch von was anderem, was Liebe ausmacht. Und der gleiche Casper, der immer mit nur Liebe immer unterschreibt, hat auch schon was anderes über Liebe gesagt in einem von seinen Liedern. Achtung, es ist ein Rapper, der drückt die Sachen relativ drastisch aus, also nicht erschrecken. Liebe ist Scherben fressen, warten, wie viel Blut man dann kotzt. Wie gesagt, drastische Wortwahl, aber sie drückt was aus, was wir, glaube ich, auch spüren oder was wir auch kennen. Liebe ist nicht nur schön, ist nicht nur romantisch, glücklich, sondern Liebe kann auch richtig wehtun. Liebe kann richtig verletzen. Liebesbeziehungen gehen kaputt, das tut weh. Oder ich hätte gern eine, ich habe aber keine. Oder vielleicht habe ich eine Beziehung, bin ich in einer Beziehung, aber mein Partner, meine Partnerin ist ganz anders, als ich es mir gedacht habe. Oder ist einfach ganz normal und verletzt mich dadurch ganz tief, weil Liebe verletzlich macht. Oder ich versuche mich liebevoll zu verhalten, aber mein Gegenüber nutzt es einfach schamlos aus. Das tut weh. Da mache ich mich angreifbar. Und wenn wir das anschauen, unsere Sehnsucht, die wir offensichtlich haben oder die viele Menschen teilen, wie es in den Liedern rauskommt, und gleichzeitig diese Verletzung, die Liebe auch bewirken kann, dann ist ja die Frage, was bedeutet denn jetzt echte Liebe und wo kriege ich die? Und wie finden wir die? Nur Liebe, immer, das ist nicht nur Caspers Thema, sondern das war auch schon das Lebensthema von einem Autor im Neuen Testament, nämlich von Johannes. Wir lesen heute einen Text aus dem ersten Johannesbrief. Und der ist, wie der Name sagt, von einem Johannes verfasst. Und der war wahrscheinlich sogar ein Jünger von Jesus.
Und das Lebensthema von diesem Johannes war Liebe. Kommt überall vor bei ihm. Und wenn er heute gelebt hätte, dann hätte er wahrscheinlich ein Album geschrieben mit dem Titel Nur Liebe immer. Aber weil er in der Antike gelebt hat, hat er einen Brief geschrieben an seine Mitchristen, an die Leute aus seiner Gemeinde, aber auch an alle Christen, die das lesen wollten. Aber der Text, den wir heute lesen, ist tatsächlich auch eine Art poetischer Text, also vielleicht sogar wie so ein Songtext, könnte man sagen. Und zur Zeit von Johannes waren richtig viele Irrlehren im Umlauf. Das heißt, es gab Leute, die haben gesagt, ich bin Christ, aber sie haben ganz andere Sachen vertreten als das, was Johannes und die anderen Jünger von Jesus gelernt haben. Und es hat die Leute verwirrt und verunsichert. Und Johannes möchte jetzt seinen Mitchristen Orientierung geben und er will ihnen sagen, passt mal auf, darum geht es wirklich im christlichen Glauben. Und ihr könnt den Glauben, den echten Glauben, könnt ihr an Folgendem erkennen. Nur Liebe immer. So könnte man ihn zusammenfassen. Er hat schon eine Weile drüber gesprochen in dem Brief und jetzt bringt er die Sache nochmal auf den Punkt und er sagt uns, wo finden wir diese Liebe und vor allem, was bedeutet diese Liebe, was ist wahre Liebe und wie verändert sie uns? Und wir lesen jetzt mal den Text, den er da geschrieben hat. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. So fängt Johannes an und das ist auch seine Überschrift, darum soll's gehen. Es gibt ein Zitat, das manchmal dem bekannten Autor C.S. Lewis zugesprochen wird. Es würde auch gut zu ihm passen, ist aber nicht von ihm, sondern von einem ganz unbekannten schottischen Autor, Bruce Marshall heißt er. Der hat einen Roman geschrieben und die Hauptfigur, Father Smith, ein Priester, wird darin einmal gefragt, ob nicht Religion eigentlich nur ein billiger Ersatz für Sex oder, ich ergänze, für Liebesbeziehungen sei. Und Father Smith antwortet, ich will immer noch lieber denken, dass Sex ein Ersatz für Religion ist und dass ein junger Mann, der an der Tür eines Bordells klingelt, unbewusst nach Gott sucht. Den Gedanken finde ich spannend. Er sagt, unsere Sehnsucht nach Liebe, die wir häufig ausdrücken in den Liedern, in den Filmen, ist eigentlich eine Suche nach Gott. Und wenn das stimmt, was Johannes hier sagt, dass die Liebe aus Gott kommt und dass man sogar sagen kann, Gott ist Liebe, dann ist ja tatsächlich unsere Suche nach Liebe eigentlich eine Suche nach Gott oder zumindest steckt die da mit drin. Sie ist ein Teil davon. Und wir suchen die Erfüllung von unserer Sehnsucht in liebevollen Beziehungen zu Menschen. Und da würde Johannes total mitgehen. Aber er zeigt uns noch eine andere Quelle und eine andere Form und eine ganz bestimmte Art von Liebe. Anstatt einen philosophischen Liebesbegriff irgendwie aufzumachen oder einen Gottesbegriff, erzählt er uns eine Geschichte über das, was Liebe wirklich ist. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist,
Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Man könnte Johannes ja fragen, wenn jetzt Gott Liebe ist und hier in dieser Welt irgendwie wirkt, warum ist dann alles so lieblos? Egal wo wir hinschauen, finde ich, sieht man in dieser Welt, fehlt es an Liebe. Und da könnte man sich fragen, was soll das dann heißen? Gott ist Liebe. Und die Frage wirft Johannes jetzt hier nicht auf, sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, wenn ihr wissen wollt, was wahre Liebe ist, dann müsst ihr auf Jesus schauen. Und da seht ihr es. Da zeigt sich die Liebe Gottes. Hier heißt, sie ist unter uns offenbar geworden. Also da ist sie für uns greifbar geworden. Und was sehen wir denn jetzt? Was sehen wir denn in dieser Geschichte von Jesus? Ich sehe da einen entscheidenden Unterschied zu der Liebe, die wir manchmal oder zu dem, was wir manchmal unter Liebe verstehen. Liebe, wie Gott sie hier zeigt oder wie Gott sie ist, ist keine höfliche, wohlwollende Distanz, dass ich sage, jetzt lasse ich den anderen sein Ding machen und ich toleriere das und ich stehe da so hinter dem, egal was er macht. Gottes Liebe ist manchmal ein bisschen unhöflich, finde ich. Er mischt sich ein und er nennt die Dinge beim Namen. Anstatt uns mit unserem Leben in Ruhe zu lassen, wird er Mensch, sendet er Jesus und kommt mitten rein in unser Leben. Er mischt sich ein und er hat ein klares Ziel. Er will uns Leben schenken, so steht es hier in Vers 9. Und dass das Leben jetzt kein biologisches Leben ist, das kann man sich denken, denn das haben wir ja eigentlich schon. Damit ist was anderes gemeint, nämlich ein Leben, das tatsächlich diese wahre Liebe gefunden hat und diese wahre Liebe auch leben kann. Ein Leben, das auch über unser Leben hier hinausgeht und einen ewigen Horizont hat. Wie unhöflich. Gott sagt eben nicht in liebevoller, wohlwollender Toleranz, das ist alles in Ordnung, so wie es ist, macht ihr mal weiter so. Sondern er sagt, nee, die Realität, die ihr lebt, das ist nicht das, wofür ich euch gemacht habe. Ich habe viel mehr mit euch vor. Und im nächsten Vers, in Vers 10, wird es noch unhöflicher. Ich habe mir ein Beispiel überlegt. Stellt euch vor, jemand schenkt euch zum Geburtstag ein Deo. Oder für andere vielleicht jemand bringt ein Gastgeschenk mit, ein Fensterputzmittel. Oder was in Beziehungen, was ich häufig beobachte, in Beziehungen, dass die, meistens ist so rum, die Frauen schenken ihren Männern ein Buch über Ordne dein Leben oder so. Diese Geschenke kommen nicht so gut an, weil da eine ganz klare Botschaft mit drin ist, die man aber eben nicht klar sagt, da ist ein Problem bei dir. Entweder du riechst unangenehm oder deine Fenster sind schmutzig oder dein Leben ist nicht geordnet. Und jetzt sagt Gott hier, er bietet uns was an, nämlich Sühne. Und Sühne, das ist ein alter Begriff, der hat eine lange Tradition bis in die Opfertradition vom Volk Israel in der Wüste im Alten Testament. Und jetzt im Neuen Testament wird es benutzt, um das zu beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Und Sühne sagt eben, es gibt ein Problem. Gott sagt, dein Leben, wie du es jetzt lebst, braucht Veränderung. Das ist so geprägt von Lieblosigkeit, dass es so nicht bleiben kann. Und vielleicht können wir nochmal die drastischen Worte von Casper benutzen, um uns das zu vergegenwärtigen. Gott sagt, indem er uns Sühne anbietet, sagt er, die Lieblosigkeit, die in dieser Welt unterwegs ist, die ist auch in dir und du bist Teil von diesem Problem. Und die zerfrisst diese Welt und uns selber so wie Scherben, die wir aufgenommen haben. Und die mittlerweile ist die so in unserem System drin, dass wir die Scherben auch nicht rauskriegen, ohne uns dabei zu zerfleischen innerlich. Ja, wir würden sterben, wenn wir diese Lieblosigkeit, diese Scherben loskriegen wollen würden. Wir brauchen neues Leben. Und das ist jetzt Sühne. Anstatt dass ich selber
sterbe an meiner Lieblosigkeit, kommt Jesus und er nimmt sozusagen diese ganzen Scherben auf und er stirbt da auch dran. Die haben getötet. Er hat geblutet, innerlich und äußerlich am Kreuz. Er hat diese Scherben aufgenommen und er ist daran gestorben. Und Sühne heißt jetzt, ich kann seinen Tod wie meinen Tod ansehen. Im Glauben kann ich mich mit ihm verbinden und dann ist sein Tod mein Tod und dann bin ich gestorben und meine Lieblosigkeit mit mir. Und Jesus ist auferstanden und wir können ein neues Leben haben, genau da drin. Und jetzt kann ich dieses neue Leben leben mit wahrer Liebe. Und jetzt, was heißt es? Wie sieht denn so ein Leben aus? Sollen wir nochmal scherben? Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Das ist ein großes Versprechen, was Johannes da gibt. Er sagt, wenn wir uns untereinander lieben, dann wird Gottes Liebe greifbar. Also nicht nur in Jesus wird Gottes Liebe greifbar, das zuallererst, sondern auch in den Beziehungen, die wir haben, wird Gottes Liebe erlebbar. Das Einander meint hier vor allem erstmal die Gemeinschaft unter Christen. Das kann in der Familie sein, in Freundschaften, aber ganz besonders auch in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott entschieden hat, dass seine Liebe erlebbar werden soll. Und wie passiert es jetzt? Wir lernen von der Liebe Gottes. Gott ist in Jesus uns ganz nahe gekommen, er ist Mensch geworden. Das heißt, ich lerne von der Liebe Gottes, dass es heißt, nah dran zu sein, keine höfliche Distanz zu wahren. Das ist was mir schwerfällt und ich erkläre euch warum. Ich habe jahrelang, seit ich ausgezogen bin von zu Hause, in WGs gewohnt. Und ich habe immer drunter gelitten, es hat mich frustriert, hat mich richtig genervt und frustriert, dass ich es nicht geschafft habe, so liebevoll und geduldig mit meinen Mitbewohnern umzugehen, wie ich es gerne hätte. Die waren immer halt zu laut oder zu unordentlich oder es war immer irgendwas. Hat mich immer genervt und ich habe es nicht geschafft, so liebevoll zu sein, wie ich gerne wollte. Aber seit 3 Jahren ist es komplett anders. Ich sage es euch, es ist komplett anders. Ich habe zu Hause kein Problem mehr. Ich bin zu Hause immer liebevoll. Und der Trick ist ganz einfach. Seit 3 Jahren wohne ich allein. Das hat mir sehr geholfen. Also ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Es ist ganz einfach zu lieben, wenn man nicht nah dran ist. Und mein Trick ist häufig, oder meine Ausfluchtshilfe, wenn ich merke, ich schaffe es nicht so zu lieben, wie ich lieben sollte, ist, dass ich dann halt auf Distanz gehe. Dann lasse ich den anderen in Ruhe, dann ist der nicht so, dann kriegt er das nicht so ab. Oder eben, wenn andere mich nerven, dann bleibe ich halt auch auf Distanz und dann ist das Ganze einfacher. Und natürlich ist das manchmal die richtige Option, sicher. Aber es ist nicht die letzte Lösung, sondern wir müssen uns nah sein, um uns wirklich lieben zu können. So, dass die anderen meine Schwäche sehen können, meine Gereiztheit und meine Grenzen und dass ich auch ihre Lasten und ihre Schwächen und ihre Grenzen sehen kann. Und das passiert einmal, indem wir einfach da sind, indem wir an den Sachen teilnehmen, die es hier so gibt, indem wir uns treffen, Freundschaften teilen, gemeinsam Zeit verbringen. Aber es passiert auch ganz einfach, indem wir uns auch zeigen, indem wir nicht nur von dem reden, was gut läuft, sondern auch eben von dem, wo wir versagen, wo wir Grenzen haben. Und das ist jetzt mal eine Herausforderung für nachher, wenn ihr nachher noch einen Kaffee trinkt und einen Keks esst und jemand fragt euch, und wie war deine Woche? Dann erzählt doch mal irgendwas, was richtig schlecht lief. Wo ihr richtig versagt habt. Oder wo ihr euch richtig Sorgen gemacht habt. Und ihr werdet merken, das merke ich immer wieder, wenn man sich traut,
mir fällt es ein bisschen schwer, wenn man sich traut, dann hat der andere plötzlich auch den Mut, sowas in der Art zu erzählen. Und es ist eine andere Tiefe, die wir haben. Und dann können wir das machen, was Gott mit uns gemacht hat. Zwar nicht so wie er, wir können keine Sühne leisten füreinander, wir können kein ewiges Leben schenken, aber wir können so leben, dass Heilung passiert bei dem anderen. Wir können fördern, dass er versöhnt wird mit Gott, dass er mit sich selber versöhnt wird und mit den anderen. Wie kann das gehen? Das ist der letzte Gedanke. Als erstes, indem wir für den anderen beten. Der Prediger Spurgeon, das ist ein englischer Prediger aus vergangenen Jahrhunderten, hat mal dazu gesagt, wenn ich was Kritikwürdiges sehe, vor allem in der Gemeinde, meinte er, zum Beispiel am Pastor oder an den Leitern oder wie auch immer, dann ist mein allererster Auftrag nicht, jetzt konstruktives Feedback zu geben, sondern mein erster Auftrag ist, zu beten dafür. Also wenn ich in den anderen Lieblosigkeit oder eine Last, eine Schuld oder eine Bürde sehe, die haben, dann ist mein allererster Auftrag, dafür zu beten. Und manchmal heißt es einfach aushalten und die Scherben von den anderen, die anderen mit sich rumtragen, einfach zu akzeptieren und manchmal auch zu schlucken. Das kennt ihr vielleicht auch in engen und liebevollen Beziehungen. Ist es manchmal so, dass man einfach den anderen aushalten muss und seine Scherben einfach mittragen muss. Und die verletzen mich dann auch. Aber dadurch trage ich diese Last mit, die der andere hat. Und das können wir machen, weil Gott uns unsere Wunden dann auch wieder heilt, wenn wir zu ihm kommen. Oder eben, es kann sein, dass wir manchmal auch Sachen ansprechen, wenn wir was sehen. Das kann auch mal die richtige Option sein, um dem anderen zu helfen, sich dann wieder der heilenden Gnade von Gott zu öffnen und sich von ihm verbinden zu lassen. Wir fragen uns als Gemeinde ja auch, wie Leute, die vielleicht diese Liebe noch nicht kennen, die kennenlernen können. Und das ist ja ein großes Versprechen von Johannes. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Wenn wir das leben, wenn wir uns nah sind und wenn wir unsere Lasten teilen, dann wird Gottes Liebe so spürbar, dass auch andere sie sehen können. Und dann können andere diese Liebe hier bei uns kennenlernen und ein bisschen was davon spüren. Nur Liebe, immer. Wir fassen es nochmal zusammen. Johannes würde diesen Titel auch auf seinen Brief schreiben. Er sagt, Liebe finden wir in der liebevollen Beziehung zu dem Gott, der unsere Lieblosigkeit aufgenommen hat und der sie geheilt hat. Und wir finden die Liebe in den Beziehungen, wo wir das leben, wo wir seine Liebe leben. Da wird die Liebe Gottes erlebbar und spürbar. Oder nochmal mit Johannes Worten, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Amen.